It's a me, Silencario. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei meinem Let's Play zu Super Mario Maker. Bevor es mit euren Level weitergeht, habe ich mir überlegt, wir machen heute erstmal die 100 Mario Herausforderung in schwer. Den Modus haben wir ja in dem Livestream. Oh, eine neue Mitteilung. Was gibt's denn? Ein Event-Level ist erschienen. Yasakis großes Abenteuer. Gut, machen wir aber nicht jetzt. Wir machen jetzt erstmal die 100 Mario Herausforderung in schwer. Die haben wir ja im Livestream freigeschaltet und ich bin jetzt einfach mal so todesmutig und probiere mich hier ran. Gucken, ob es klappen wird. Ich hoffe mal, Prinzessin Peach wurde mal wieder entführt. Wer hätte gedacht, lässt sich schon von Goombas entführen. Na gut, Hilfe, ich könnte hier zwar runterspringen, weil ich fast so groß bin wie das Schloss, aber ich schreie einfach mal um Hilfe. Gut, die normale Herausforderung wurde ja im Livestream gezeigt, haben wir uns relativ souverän angestellt. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns hierbei schwer... Okay, erstmal sowas. Ja, wenn ich sowas schon sehe, da platzt mir schon wieder der Hutkragen. Muss ich jetzt schnell nach rechts? Ich probiere einfach mal nach links zu laufen. Okay, ich muss anscheinend schnell nach rechts laufen. Alles klar, sonst komme ich hier nicht durch, ne? Ja. Wenn es natürlich solche Level gibt, die ja eher auf Trial and Error konzipiert sind, werde ich sie skippen. Aber jetzt probieren wir uns trotzdem nichts. Wow. Nichtsdestotrotz probieren wir uns erstmal hier dran. Und sowas zum Beispiel ist natürlich richtig mies. Okay, hier passiert mir erstmal nichts. Komm her, ich nehme mal mit. Wenn jetzt hier zum Beispiel wieder irgendwie was gewesen wäre. Komm her. Ich muss den garantiert mitnehmen. So, ich traue dem Brat nämlich nicht. Räum mal auf. Okay, hat nicht geklappt. Ah, da unten ist ein Pilz. Und wenn ich jetzt durch diese Tür gehe, habe ich das Gefühl, dass das mein Untergang wäre. Ich nehme mal mit. Okay, durch welche Tür muss ich? Die erste oder zweite? Ich komme bei der ersten bestimmt wieder am Anfang raus, oder? Nee? Okay, gehen wir mal durch die Röhre. Okay, verstehe ich. Ah, ihr müsst wahrscheinlich nach rechts schießen, oder? What the hell? Ja gut, da unten, da muss ich mich ja sogar treffen lassen, oder? Ja, diverse Level werde ich natürlich... Ja, ja, weiß ich. Alternativ... gedrückt halten, minus gedrückt halten, dann kann man ein Level ja skippen. Aber erstmal probieren wir uns hier dran. Und sobald ein Level natürlich zu frustrierend wird, weil es einfach nur doof gemacht ist und das war jetzt auch extrem doof, gebe ich zu. Aber nichts, was wir nicht schaffen können. Okay, die Tür da unten muss ich anscheinend gar nicht nehmen. Ich kann einfach hier direkt in die Röhre gehen. Gut. Kommt mal her, meine Kugelwillis. Ich brauche ein, zwei mehr, wenn es geht. Danke. Okay, wo war es jetzt hier? Hier. Ja, und was mache ich jetzt? Das kann ich nicht machen. Dann falle ich runter. Wow, es hätte sogar geklappt. Aber das ist ein Level, den ich natürlich überspringe, weil sowas... Ja, das ist halt keine Challenge, das ist einfach Trial and Error. Bowser's Jump One. Ja, das klingt schon wieder ein bisschen vielversprechender. Die Level müssen halt schwierig sein, aber auch fair und nicht so... Was? Aber nicht so Kaisers-Style. Oh mein Gott, will er ernsthaft, dass ich den Koopa in der Luft fallen lasse? Nein, das kann er doch nicht. Geht das? Ich kann doch so einen Shell-Jump, oder? Wie geht das denn? Hä? Wie muss ich das machen? Ja, fängt ja schon souverän an. Also, ich hatte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass es klar ein paar Level geben wird, die zwar schwierig sind... Aber nicht ganz so haarig. Okay, so geht's natürlich auch. Komm mal her. Ich meine, das ist ja nicht Sinn und Zweck des Erfinders. So. Okay, du gehst, glaube ich, gleich... Okay, komme ich da irgendwie dran? Ist hier ein Pilz drin? Oh, nö. Oh. Ah, sowas ist natürlich ein bisschen miserabel. Klar, wie soll ich das denn wissen? Da kommt man wohl dran, ist ein bisschen schwierig, aber es klappt. Ja, das sind wieder Level, woher soll ich das wissen? Das ist ein bisschen frustrierend. Auf Dauer. Ich meine, ich bin jetzt nicht der, vielleicht nicht der beste 2D mit Jump'n'Run Mario Künstler der Welt, aber ich bilde mir ein, zumindest ein bisschen Skill zu haben. Zumindest ein bisschen. Nicht viel, aber keine Ahnung, davon genug. Tschüss. Okay, da komme ich doch eigentlich so dran, oder? Hä? Hä?
Moment, da komme ich doch. Muss ich hier vielleicht so ein... Okay, das schaffe ich. Alles klar. Gut, haben wir die Herausforderung schon mal genommen. Okay, und jetzt ist sie bestimmt Lava, oder? Nee, geht. Okay, kommt die noch woanders her? Okay. Okay, Moment, hier mal eben kurz warten. Und ich spring natürlich rein, ich Trottel. Mann! Ah, ich Idiot. Das gibt's doch nicht. Schwierige Level erwarten uns anscheinend hier wirklich bei der 100 Mario Herausforderung. Ah, das war dumm. Das war einfach nur doof. 91 Leben, kein einziges Level bisher geschafft. So lobe ich mir das. Wie sollen dann hinterher sehr schwer aussehen? Werde ich natürlich auch mal zeigen. Aber bei aller Liebe. Das fängt nicht so gut an bis jetzt. Gut, macht aber nichts. Ich will mich selber quälen. Ich habe es nicht anders verdient. Okay. Hier wissen wir, wie es geht. Wow. Das war knapp. Das geht aber bis hierhin. Gut, und da unten muss ich gleich einfach ein bisschen Geduld beweisen. Also hier kam ja keiner, aber hier kam jetzt einer, der hochging. Genau. Sehr gut. So, kann ich hier rein? Ich bin bestimmt jetzt tot. Das war bestimmt doof. Ein Schieb. Alles klar. Einfach schön oben halten. Dann kommt man hier relativ gut durch, glaube ich. Ah, doch, sieht gut aus. Jetzt wäre das Ziel übrigens super schön, aber das ist unwahrscheinlich. Okay, ich dachte jetzt vielleicht wäre eine Falle, wenn dem ich einfach nicht durchrühren darf. Oh! Yeah! Da mussten wir mehr oder weniger sogar rein. Okay, ich habe jetzt gerade mal ganz vorsichtig auf das Zeitlimit geschielt. Nicht, dass das vielleicht eine Falle gewesen ist. Das wäre unfair gewesen. Aber ist so nicht. Also können wir ganz normal hier weiter. Schieb. Weg mit dir. Gut. Weg. Ja, jetzt haben wir doch schon mal ein bisschen was hier. Ach so. Ja, das ist kein Ding. Das ist... Nö, das ist jetzt... Ja, wisst ihr was? Ich mach's einfach so. Fertig. Gut. Der Level war schwer. Eigentlich relativ easy mit der Feuerblume. Ich meine, da probiert ja fast jeder, denke ich mal, in die Röhre reinzugehen. Naja, wie dem auch sei, Haferbrei. Ein Stern von mir gibt es für diesen Level nicht. Nein, den gibt es dafür nicht. Bowser's Jump One. Wobei, weißt du was, komm. Dein Level war einigermaßen schaffbar. Ein bisschen komisch designt, gebe ich zu, aber dafür kriegt er trotzdem einfach mal einen Stern. Ich bin spendabel heute. Und dann haben wir schon mal ein Level. Gut. Schwere Level, ja. Zelda Palace of Stone. Aber keine unlösbaren Level. Komm, mal kaputt. Ich weiß jetzt nicht, ob da rechts vielleicht ein Power-Up gewesen wäre. Ich probiere es jetzt einfach mal nicht aus. Okay. Darf ich nicht in der Mitte sein? Ich habe Angst, dass hier gleich irgendwie was ist. Zelda? Ja. Okay. Ich muss jetzt gleich bestimmt nach links. Ja gut, so schnell ist die Plattform jetzt nicht. Ja gut, geht bis hierhin. Das geht bis hierhin. Gut. Gut, die Idee gefällt mir schon mal. Mit den Plattformen hier und so weiter. Ist schon mal von mir auf jeden Fall. Allein dafür würde ich jetzt mal ganz spontan Stern geben. Und was ist da unten? Ist hier der Tod jetzt? Wenn jetzt hier der Tod ist, ist das zum Beispiel schon wieder so ein Ding. Ne, ist kein. Okay. Ja gut, das ist aber hier kein Thema, wollte ich gerade sagen. Ne, es ist echt nicht. Moment. Eben einmal durchatmen. So. Ich bin nicht unbedingt der geduldigste Jump-One-Spieler. Muss ich schon mal erwähnen. Ja, komm schon. Und sollte ich zum Beispiel einige Level hier antreffen, die zwar schwierig sind, aber nicht unlösbar, wird es auch immer hin und wieder einen kleinen Schnitt geben. Aber im nächsten Part gibt es sowieso erstmal wieder eure Level. Bleibt mal genau in der Mitte. Achso, alles klar. Bumm. Was haben wir hier? Noch ein Amiibo? Ja. Oh, kein Ding. Kann ich relativ einfach ausweichen. Tschüss. Mach's gut. Viel Spaß da unten. Ich folge dir mal nicht. Okay. Oh, jetzt muss ich mich aber hier beeilen. Okay. Ja, die Münzen zeigen uns schon mal den Weg.
Wenigstens ist er fair. Jetzt gibt es erst einen Checkpoint. Wow. Okay, muss ich mich bestimmt beeilen und irgendwo abspringen, oder? Nee. Ja, kein Ding. Also Level gefällt mir schon mal vom Aufbau. Hat man sich fast gedacht. Ah, sehr gut. Sehr gut. Sowas ähnliches hatte ich auch mal in... Damn. In mein Level eingebaut. Das war gerade peinlich. Sowas darf eigentlich nicht passieren. Nein! Oh, komm schon, die 2 Meter da. Ich trotte, bin auch noch daneben gesprungen. So eine riesige Kugel. Was passiert mir? Ich spring daneben. Gut. Her damit und nimm die Beine in der Hand, kleiner Link. What the hell? What the hell? The Legend of Zelda. Twilight Princess HD. Habe ich nie Let's Played? In meiner langjährigen Let's Player-Geschichte. 3 Monate. Wird es auch wahrscheinlich nie geben. Ich mag Twilight Princess HD nicht. Ich bin ja eher so der Klassiker-Zelda-Fan. Also Link's Awakening. Link Between Worlds wollte ich gerade sagen. Ich meinte aber Link to the Past. Weiß jetzt nicht, wie ich auf... Muss ich hier hoch? Okay. Ah, läuft bis hierhin. Gut, hier können wir immer wieder hinspringen. Kein Thema. Gut. Bis hierhin einfach. Also nicht einfach, aber... Eine gesunde Herausforderung. Ah, sehr gut. Läuft doch. Gut, gut. Gut, Weltrekord wird es wahrscheinlich nicht mehr werden. Und das hier ist ganz schön lang. Endet das auch mal. Danke. Okay. 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 Gut. Sowas beherrsche ich. Okay, was ist? Ich gehe einfach mal runter, bevor irgendwas passiert. Moment, wir sind jetzt nicht wieder am Anfang des Levels angelangt, oder? Nein, gut. Ich dachte gerade schon. Ist aber nur ein zweiter Checkpoint. Ein zweiter, ey, der hat hier einen riesigen Level gebaut. Zack. Oh, das war aber knapp. Ah, kein Thema. Gut, ab durch die Tür. Links oder rechts? Was sagt ihr? Achso, hier kommen nur Bonbons raus. Kann ich hier rein? Nee. Ah, Moment, ich verstehe. Glaube, ich verstehe, was gemeint ist. Oder was gefordert ist. Ach, immer dieser 1 Zentimeter, der da fehlt, ne? So, sieht doch schon mal gut aus. Ja. Sehr geil. Gute Idee. Dies Hammer. Aber, bin ja nicht von gestern. Was ist hier links? Okay, nix. Ich bin von gestern. Hätte ja sein können, dass da irgendwas ist. Oh, bitte keine Blind Jumps. Und jetzt? Ah, alles klar. Okay, okay. Gut. Also der Level ist wirklich... Wow. Wirklich schwer, aber er war eine gesunde Herausforderung. Also auf das ist auf jeden Fall ein Stern wert. Einfach nur wow. Gut gemacht. Eure Meinung zu den Levels? Immer natürlich gerne in den Kommentaren damit. Aber schreiben, der dritte Level, keine Ahnung. Weltrekord. Naja. Stern, auf jeden Fall. Amazing Level. It really has on Zelda feel. Nice one. Awesome Level. Yeah. Great Level. Finde ich auch. Daumen hoch dafür. Und Nummer 3. Ob wir wohl unsere erste 100 Mario-Herausforderung in schwer schaffen? Bowser's Lost War. Also, gefällt mir schon besser. Ich sag mal, mir gefallen die besten. Beste ist natürlich Super Mario World. Ich nehme mal die zweite, die nicht geht. Hier oben ist auch nichts. Dicht gefolgt von. Nehme ich mal mit. Dicht gefolgt von New Super Mario Bros. Dann kommt Mario Bros. 3. Kann ich hier ins Shell Jump machen? Wow. Hau mal ab. Ich hätte bestimmt auch einen Shell Jump machen können, wenn ich ein bisschen... sowas zum Beispiel... Sowas nervt schon wieder, weil... Twilight Error. Der Levelersteller weiß natürlich, dass da was ist. Ich wiederum weiß es nicht. Und da kam auch Buhus raus, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Naja, geben wir den ganzen doch nochmal eine Chance.
Ja, ich wollte eigentlich jetzt da oben vielleicht einen Walljump machen und dann da oben auf die Mancha, aber das geht gar nicht, weil ich glaube auch mit einem Spinjump kann ich da nicht überleben. Schade, Marmelade. Gut, so langsam spiele ich mich aber ein, merkt man nicht, ist mir klar. Nö, einen Koopa nehmen wir nicht mit. Brauchen wir nicht, haben wir genug von gehabt. Irgendwann mal. So. Und so. Ja, nee, jetzt nicht schon wieder. Eigentlich wollte ich die gar nicht aktivieren. Ja, das war jetzt dumm. Das war einfach nur dumm. Nein, was denn? Komm schon. Wieso hat er denn nicht angehalten? Ist das jetzt Luigi-Style oder? Ah, ich stelle mich auch gerade echt doof an. Gib ich zu. Gib ich echt zu. Ist jetzt nicht unbedingt der skilligste Part von mir wahrscheinlich, den ich jemals online stellen werde, aber Spaß habe ich bisher trotzdem. Ein bisschen frustrierend, weil diese Level finde ich einfach nur öde. Ja, was heißt jetzt öde, aber wo war die? Hier war die Feuerblume noch irgendwo, oder? Ja. Machen wir einfach ganz billig, so. Ja, und jetzt? Werf mal, wirf mal, wirf mal. Juhu! Wow! Okay. Ah, ein Checkpoint, sehr gut. Und ja, und jetzt? Ich kann da nicht mit einem Spinjump drauf, das geht nicht. Das geht doch nicht, oder? Nö. Hä? Gut. Und tschüss. Solche Level brauchen sich dann auch nicht wundern, warum sie nicht gespielt werden. Ich meine, klar, vielleicht war da jetzt so irgendwas für irgendwas, was ich hätte finden können. Und der nächste Level ist vom Japaner. Exercise, no, Exercise 001. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, gut. Hier habe ich aber einen Ehrgeiz, dass ich den Level definitiv schaffen möchte. Und den Level habe ich geschafft. Gut, der war jetzt relativ einfach. Sowas kann es natürlich auch geben, klar. Wenn ich jetzt überlege, hätte ich jetzt noch 20 Leben bei dem davor verloren und hätte dann weitergemacht, hätte ich mich geärgert, dass dann nur so ein Level gekommen wäre. Naja. Aber gibt keinen Stern. Jumps on spin and you will get higher. Ne, was sagt er gerade? Und Level 4. Naja, der Part geht fast schon 18 Minuten und wir haben erst 3 Level geschafft. Aber ich bin ja selbst schuld. Ja, gehen wir mal durch die Tür. Halt, nein, das wollte ich gar nicht. Geh wieder durch. Wollte keinen da oben drücken. Gut. Boah, ich dachte jetzt, hier wäre gerade die Herausforderung. Okay, hier unten kann ich lang. Kommt gleich garantiert irgendwas raus. Ja, okay, das war jetzt okay. Was? Trial and Error. Da haben wir es wieder. Neustart. Schaffen wir aber. Ja, sowas ist halt einfach nervig. So, da denke ich mir, warum? Das macht keinen Sinn. Das ist ein... Achso, da oben hat er den P-Switch platziert, okay. Ich meine, nun der Levelerbauer weiß halt, oder der Levelersteller weiß halt, wo es lang geht. Aber ich doch nicht, also von daher. Ah, gehen wir einfach mal hier lang. Vielleicht ist das ja die einzige Falle gewesen, zumindest sieht es bis jetzt danach aus. Okay, soll ich nach... Ja. Nein, einfach, nein. Sowas spiele ich nicht zu Ende. Das ist halt, ich verliere mehr Leben als alles andere. Könnt ihr sicherlich auch nachvollziehen. Sowas macht halt einfach keinen Sinn. Ich will schwieriger Level, ich hab's schon mal gesagt. Aber keine unfairen Level. Wo man einfach mehr... Ups, den habe ich gar nicht gesehen. Mehr rumexperimentieren muss als alles andere. Hau ab, Hammer, Bro. Okay, links oder rechts? Links oder rechts? Den Lucky Two würde ich wohl nehmen. Ey! Ja, komm doch her! Das haut dann auf einmal ab, doch! Mano! Manometer! Okay, jetzt dürfen wir da oben aber den Dings nicht. Kommst du runter? Danke. Zack. Ah, schade, ich dachte, ich komme vielleicht nach oben. Ach, komm, hau doch ab. Ja, hoch oder rechts? Wir gehen einfach mal rechts lang.
Wow, ich sehe gerade gar nichts mehr. Ist hier was drin? Power-Up? Juhu, danke. Das ist fair. Okay, wenn ich den jetzt aktiviere, passiert das, okay. Aha. Aha. Ah, verdammt, ich hätte jetzt die Wolke natürlich prima mitnehmen können. Ah, Moment. Hallo? Kommst du noch klar? Ja, aber das kriegen wir hin. Irgendwie. Ah, Gott, nein! Ich trottel! Oh, ich hätte Bowser da nur runterlotsen müssen, dann wäre er von selbst runtergefallen. Und dann hätten wir es geschafft. Aber wir hatten ja Gott sei Dank einen Checkpoint hier. Wow, und eine Feuerblume gibt es hier auch noch. Ja, machst du? Danke. Komm, mach kaputt. Ah, sieht gut aus. Sehr schön. Jetzt komm mal her. Machen wir einfach mal so, ganz billig. Boah, ist ja gut, ist ja gut. Wo kommst du denn her, Goomba? Ich glaube, du bist hier im falschen Film. Bam. Bam. Ach, verdammt. Bam. Boah, der nervt dezent. Vielleicht sollte ich mich wirklich erstmal um ihn kümmern. Ja, ich sollte mich wirklich erst um ihn kümmern, dass wir ihn platt machen. Und einfach nur mit den Feuerbällen spammen. Ich glaube, das wäre die sinnvollste Variante. Und das andere wird mir jetzt nicht einfallen. Das trifft er uns an, wir verlieren unsere Feuerblume. Ich bin wahrscheinlich auch der einzige Let's Player, der alle Level verskippt, habe ich so langsam das Gefühl. Das ist einfach nur doof. Weil wenn er nicht fliegen würde, dann wäre die Welt echt einfacher. Vor allem kann man sich hier rechts gar nicht aufhalten. Jetzt habe ich ein bisschen gehabt. Ja, und tschüss. Bye, bye. Gut, jetzt weiter hier mit den Bonbons. Einfach die da hinten hinpfeffern. Das Ganze ganz pianomäßig angehen. Piano. Ja, das sieht doch gut aus. Gut. So. Und nach dem Bowser-Kampf wäre ein Checkpoint wirklich fantastisch gewesen. Aber mich kann nichts mehr schocken. Schocken. Jeder, der mal einen Livestream gesehen hat, weiß, wovon ich rede. Ich muss jetzt hier echt Blind Jumps machen, oder was? Ach komm schon. Sowas ist öde. Jetzt weiß ich auch nicht, was ist denn da unten? Ach, Türen. Okay. Die steht allein. Ist das eine Falle? Keine Ahnung. Ich gehe einfach mal durch. Ah, die führen mich wohl alle dahin, oder? Ah, ein Checkpoint. Gut. Wow. Wow. Die kommen aber ganz schön hoch hier. Will ich da oben hin? Nee, will ich nicht. Muss ich da oben hin? Nee, muss ich nicht. Gut. Aber ich muss mich hier treffen lassen. Komme ich noch wieder nach da oben? Nee, ne? Ah, ich lasse mich hier einfach mal klein werden. Und jetzt rennen wir hier, was das Zeug hält. Gut, bis hierhin sehr gut. Ah, da waren... Ciao! Okay, ich beeile mich wieder. Einfach rennen! Oh Gott! Nein, die Schiebschiebs! Feuerschiebschiebs! Aber wir hatten ja immerhin wirklich einen Checkpoint. Wir kriegen jetzt... Ich versuche jetzt einfach mal oben lang zu gehen. Gucken, ob mir das irgendwie gelingt. Weiß nicht, vielleicht ist das ja mehr oder weniger so der richtige Weg. Ist zumindest eine Abkürzung, oder? Ja, ist eine Abkürzung. Ja, sehr gut, schön. Wir werden auch reichlich belohnt mit hier mit der Feuerblume. Komm. Tschüss.
Egal, jetzt sind wir unbesiegbar und können rennen. Ah, tschüss, Hammerbruder. Oh, nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Und, ach, du spammst mir zu viel. Was würde er denn jetzt? Okay, wir sollen jetzt hier nach unten? Hier war ich doch schon. Verstehe ich nicht, aber lassen wir das erstmal sein. Gut. Gut, egal. Also hier... Wo kommst du? Nom nom nom. Klein Mario zum... Wow, das war... Die hat mich doch getroffen. Gehen wir mal... Ah, hier oben. Rechts oder links ist ja die Frage. Wir gehen mal durch die rechte Tür. Und jetzt gehen wir mal durch die linke Tür. Und es passiert einfach rein gar nichts. Okay, was muss ich denn hier machen? Was ist hier gefordert? Was ist hier gefordert, verdammt? Muss ich mit dem vielleicht irgendwie zurück? Ich habe aber Angst vor dem Hammer, Bruder. Was ist hier gefordert? Wisst ihr's? Gut, gab jetzt hier einen kurzen Schnitt. Ich habe das selber gerade neu gestartet und irgendwie hat er mich jetzt hier wieder am Anfang rausgeworfen und darauf habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust mehr. Das ärgert mich gerade tierisch. Ernsthaft, ich wusste nicht, dass das so frustrierend ist, aber die 100 Mario Herausforderung auch schwer machen wir definitiv zu Ende. Auch wenn da wirklich einige Level bei sind, wo ich mir einfach nur am Kopf fassen kann. Die haben halt nichts mit Fordern zu tun. Ihr habt es jetzt selber gesehen. Unter anderem am Anfang wirklich welche mit Trial and Error. Aber gut, nichtsdestotrotz, das ein oder andere Level werden wir definitiv vielleicht dann doch mal schaffen. Ich bilde mir einfach ein, dass ich wirklich nicht so schlecht bin, wie ich es jetzt hier gerade dargestellt wurde. Durch den ganzen Level am Bauern. Und dann würde ich sagen, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Da sind wieder eure Level dann dran. Und mein Name ist Elenkario. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde sagen, denkt an den blauen Daumen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Klick. Macht's gut. Ciao.